So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Ganz Mittelerde wird sich Sauron beugen. Okay, letztes Mal haben wir... Oh Gott, was war's denn? Ich glaube hier, Lebanon? Ja genau, Lebanon haben wir hier das letzte Mal gemacht. Und haben zum ersten Mal den Balrog herbeigerufen. Etwas, das ich jetzt viel hoffentlich noch das eine oder andere Mal machen kann, bevor die Kampagne zu Ende ist. Ich habe letztes Mal auch gesagt, ich will vielleicht schauen, dass ich das Matchup Mordor gegen Rohan noch ein bisschen zeigen kann. Also werde ich mir jetzt hier eine der beiden Armeen nehmen. Wir nehmen die hier. Und gehen nach Rohan, auch wenn das jetzt ein ziemlich weiter Weg ist. Das ist... Dauert gerade enorm lang, bis meine Armee da hochkommt. Das hätte ich beachten müssen. Heute noch? Okay. Dachte mir einfach, das wäre noch interessant zu zeigen. Im Osten Rohans hüten Bauern ihre Herden. Schon bald werden ihre Schafe erzittern, wenn Saurons Schatten über das Land kommt. Ja gut, in diesem Fall tatsächlich ja Saurons Schatten, weil wir ja mit Mordor spielen. Auch wenn ich jetzt glaube, dass der die Schatten Mission... senkt sich über Rohan. Die Ära der Menschen ist vorbei. Auch wenn ich jetzt glaube, dass die Mission hier ziemlich einfach wird. Einfach weil man mal sieht, was wir für eine Armee haben. Und die Mission ist eigentlich dafür gedacht, viel früher gespielt zu werden. Bauen wir erstmal das hier. Wir haben 4 Trommlertrolle, okay. In diesem Fall wird es, glaube ich, sogar tatsächlich Sinn machen, die Armee so ein bisschen aufzuteilen. Beine bereit machen! Los! Seid wachsam! So. Worauf wartet ihr noch? Hier geht dahin. Bogenschützen! Hier geht noch da dazu. Vorwärts! Gut. Dann bauen wir weiter erstmal Rohstoffe. Ihr seid Armee Nummer 1. Ihr seid zwei. Marsch, Marsch! Vorwärts, ihr langen Schnecken! Alle mir nach! Die schaffen uns an! Und ich glaube, in diesem Matchup sind Trolle tatsächlich um einiges besser. Einfach, weil die relativ gut gegen Kavalleristen funktionieren. Gut. Das noch. So. Da sind sie. Und mit Bauern werden Trolle ja sowieso total einfach fertig. Oh ja, man sieht schon, hier sind die Trolle deutlich mehr wert. Schauen wir doch mal. Vernichte die Elben. Ach du meine Scheiße, das könnte tatsächlich gefährlich werden. Falsch. Ich würde das hier schauen. Ja, was haben wir denn jetzt noch für Fähigkeiten noch nicht freigeschaltet? Eisregen. Der... Erledigt sie! Im Prinzip nur eine für mich weniger nützliche Version von Dunkelheit ist. Weißt du, wenn du draufhauen könntest, bevor du tot bist, wäre das sehr schön. Aber nein, er steht halt einfach nur dumm rum. Vorwärts! Ach ja, so viele sind das doch jetzt nicht. So, dann bauen wir hier mal einen Schlacht aus. Ah!
Angreifen, nicht einfach nur dumm rumstehen. Mensch, Trolle sind so gehirnamputiert dämlich. Das gibt's doch nicht. Der Feind, ja. Ihr wisst, was zu tun ist. Gut. Es kommt, angreifen. Worauf wartet ihr noch? Erschießt sie! So, das aber dahin. Gehen wir mit euch mal da oben weiter. Seid wachsam! Ja. Zurück, zurück. Ach, genau. Spannt eure Bilden! Arschlöcher. So, friss du mal. Macht euch kampfbereit! Treibt die Trollen den Kelpen hier! Bogenschützen! Aus dem Weg! Spannt eure Bilden! So, da angreifen. Sie. Du machst die da kaputt. Angreifen, nicht einfach nur dumm reinrennen. Und mein einer Trommler-Troll ist kaputt. Das ist nicht gut. Ach ja, und da hat der Gegner natürlich direkt einfach mal sein Lager. Das ist eine Festung. Also müssen wir Belagerungsmaschinen bauen. Dann fangen wir doch damit gleich mal an. Belagerungswerke, Trolle. Und ja gut, jetzt kann ich mal noch eine Orkgrube bauen. Die, die ich bisher verloren habe, zu ersetzen. So, dann gehen wir da weiter erkunden. Vorwärts, ihr Lammschnecken! Trolle nachzubauen. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Angreifen ist für gewöhnlich immer eine gute Idee, es sei denn, es ist die Festung. Von der solltet ihr euch jetzt erstmal fernhalten, bis ich meine Katapulte habe. Achtung, Bogenschützen! Ah, scheiße. Ihr habt Vorsicht! Ah, komm schon! Okay, warte. Stopp. Friss erstmal. Worauf wartet ihr noch? So, jetzt bitte angreifen. So, da drauf reinhauen. Das finde ich wirklich ziemlich cool an den Trollen, dass die eine tatsächlich coole Rüstung bekommen, wenn sie aufsteigen. War es das jetzt dann endlich mal mit den Elben? So. Nicht gut. Ach komm! Fickt euch, Elben. War es das jetzt vielleicht endlich mal mit den Spitzohren? Ja, das war's mit den Elben. Ja. Du haust mal da. Sie weichen zurück! Ja, sollten sie auch. Bogenschützen! Vorwärts, ihr Lammschnecken! Und ich sehe schon, abgesehen von ihrer einen großen Festung, haben die jetzt hier eigentlich nichts mehr. Und ich finde es schade, dass Trommler-Trolle keine Orks fressen können, um Lebenspunkte zu regenerieren. Bauen wir nochmal Bogenschützen nach. Und jetzt kommen dann auch die Katapulte. Vier Trolle brauchen wir uns voll. Braucht ein Trollkäfig, um auf Stufe 2 aufzusteigen. Okay. Wieder. Ach. Okay, jetzt fangen sie mit ihren Kavalleristen an. Ist ja Mordor. Ist ja Rohan. Das ist so ein bisschen zu erwarten. Macht euch bereit! Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Bogenschützen! Ah, doch, da ist noch was. Los! Ein Gefährt
Zurück. Einfach nur, um den Führerschaftsbonus aufrechtzuerhalten. Wisst ihr was? Ich hab Lust auf den Balrog. So, hier geht jetzt mal da zu anderen. Und du machst einfach mal alles kaputt. Was war's? Das hier. Eigentlich wollte ich, dass du Feuer speist. Warum hast du es nicht gemacht? Irgendwie ein bisschen ungleicher Kampf. Bauern gegen den Balrog. Naja, mach das da mal bitte kaputt. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Einmal bitte die Peitsche. So. Der letzte Schlag dürfte es jetzt eigentlich kaputt machen, oder? Ja, sehr gut. Was sagt ihr da? So, Peitsche. Der Feind ergreift an! Och, lauf doch nicht. Jetzt spinnt meine Maus mal wieder so ein bisschen. So. Gut. Katapulte werden nachgebaut. Trolle haben wir jetzt. Moment, 5? Okay, 5. So, jetzt machen wir erstmal Dunkelheit. Dahin. Du haust den mal auf die Fresse. Und... ja, weißt du was? Du machst die da. Ach, die sind schon längst tot, bevor sie überhaupt rankommen. Na gut, dann gehst du da hinten hin. Da dürfte noch ein Gehöft stehen. Ja. Genau. Jetzt. Troll darf es aufs Maul geben. Da freut er sich. Ja, zu viele Bogenschützen. Bogenschützen! Gib denen aufs Maul. Oh, wie viele. Komm, Ork fressen, Ork fressen, Ork fressen. Da war ich mal ein bisschen Angst. Auf Trolle muss ich aufpassen, sonst sind die immer so schnell kaputt. Das finde ich ein bisschen schade. So, fressen. Da. Ja. Und ich habe einen Trommler-Troll verloren. Na toll. Na gut, wenigstens kann ich einen hier jetzt mal nachbauen. Das sind genug. Reicht diese eine Trupp Bogenschützen noch, um auf Stufe 2 zu kommen, damit ich euch noch ein paar Upgrades geben kann? Ich glaube nicht. Oder? Nein. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Also gut, dann... Bewegt euch! Das ist voll bei Leben. Bauen wir denen mal was in den Weg, dass sie kaputt machen können. Ich kann mich ja zumindest mal hier unten sammeln. Der Trommler-Troll ist da! Wer begleitet ihn? Gut. Bauen wir noch ein paar Bogenschützen. Eine Schleuder. Bleibt wachsam! Macht euch bereit! Wir greifen an! Na gut, und ihr könnt eigentlich schon mal alle mit da runterkommen. Los, macht schon! Wir greifen an!
Pfeile bereit machen. Auch. Los! Sammeln wir uns mal unten. Einem Gebäude machen die Unfallschaden so viel zu wenig Schaden, von dem her ist es einigermaßen egal. Wir haben die großen Belagerungswerke erweitert. So. Kommt das hier. Spannt eure Bögen! Achtung, Bogen! Auch alle mit da. Moment mal, was? Das Katapult kommt wie gerufen. Los. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen! Du gehst mal da hoch. Da oben habe ich gerade noch ein paar Bauern gesehen, auch wenn ich nicht genau weiß, warum. Spannt eure Bögen! Los! Meinen die, es wäre gut, irgendwo außerhalb meiner Sichtweite irgendwas wieder zu erobern? Die Feuerpfeile sind fertig! So, auch mit darunter. Und bitte lauft ihr jetzt um die an der richtigen Stelle drumrum. Da muss noch was sein. Ja, tatsächlich. Die Bauern haben gedacht, sie könnten mir an mir vorbeikommen. So. Du fliegst mal da rein. Der Ballrock ist einfach so übertrieben lustig einzusetzen. Feuerspucken. Dahin. Gut, kam jetzt noch irgendwas als Verstärkung? Ich baue mir noch das hier. Reicht das noch? 10. Auch nochmal 10. Mach dich mal ein bisschen stärker, das kann jetzt auf jeden Fall noch das hier kaputt zu machen. Verfeig ich das Lager! Verfeig! So ein Feuerspein reizt, glaube ich, nicht nochmal, oder? Vorsicht! Doch, komm. Speie jetzt noch Feuer, bevor du verschwindest. Gut. Dann darfst du da mal kaputt hauen. Du hast da oben einen guten Job gemacht. Gehst jetzt auch zu den anderen darunter. Und Katapulte sind alle da, oder? Ja, der eine Troll kommt jetzt noch da oben. Und da meinen sie wieder, sie können einfach an mir vorbei. Worauf wartet ihr noch? Ihr habt alle. Ja, mach's ja kaputt. Ich hab so ein bisschen den Überblick verloren. So, ihr seid zwei. Ihr geht da hoch. Macht euch bereit! Auch da hoch. Das war um. Bäume weg, die sind gerade weg. Bewegung! So, hier geht Pfeile bereit auch hoch. Beeilung! Zurück! Da ist der! Sie sind zu nah! Der Pfeil greift uns an! Nicht. Schiebt ihr überhaupt? Ihr schießt da drauf. Bleibt wachsam! Habt ihr das gesehen? Schade, dass ich für die keine Upgrades bauen kann, aber hey, ich meine, sie haben schon Feuerbälle, sie können Leichen auf den Gegner schmeißen. Das ist so ein bisschen an Warcraft 3 erinnert. Erinnert, denkt bei der Fähigkeit,
Skelette als Munition schießen, noch irgendjemand an die Fleischwagen aus Warcraft 3? Oder bin ich da der Einzige? Laden! Los! Vielleicht haben sie sich das ja von Herr der Ringe angeschaut. Könnte ja sein. Ihr seid so langsam! So, jetzt aber. Seid wachsam! Auch mal noch da dazu. Und hab ich jetzt alles? Hierher! Nein, alles zusammen, bitte. Spannt eure Bögen! So, jetzt. Bogenschützen! Marsch, marsch! Ist da draußen irgendwas? Ja, ihr schmeißt jetzt mal sehr schön auf die. Feinde auf das bereit, Tor. Habt ihr das gesehen? Jetzt gehen wir nochmal sicher. Ihr habt alle Leben. Trommler-Trolle sind Leben. Auch gut dabei. Schauen wir mal, was hat er denn da drin jetzt noch? Er kann nicht mehr als... Er hat nur Bauern. Ja, sobald das Tor offen ist... Macht euch bereit. Wisst ihr was? Trolle können ja auch das Tor angreifen, von dem her... Feuerfrei. Dürfen die das jetzt einfach mal machen. Der Feind! Habt ihr das gesehen? Nein! So, dann können meine Trolle tatsächlich noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Nein! Nein! Und zwar ohne, dass sie in Gefahr geraten. Das ist cool. So, du gehst noch da drauf. Du gehst auch da drauf. Sie greifen uns an! Ihr könnt es gerne mal versuchen, aber Bauern gegen Trolle, das ist einseitig. Sehr einseitig. Sie brauchen uns hier. Sie plündern unser Lager! Was? Nicht euer Ernst, oder? War's das? Ja, das war's. Gut gemacht, Trolle. Möge alle Welt die Dunkelheit fürchten. Okay. Ja, das finde ich nach wie vor noch so ein bisschen schade an Mordor, einfach, dass ich absolut gar keine Helden habe. Ich meine, okay, man könnte den Balrog als Helden zählen. Trolle sind so ein bisschen ähnlich wie Helden, einfach weil sie verschiedene Fähigkeiten haben, die man einsetzen kann. Ich meine, man könnte ihnen Steine geben, damit sie die auf die Gegner werfen. Man kann ihnen Keulen geben, aber das habe ich jetzt vor, nicht unbedingt zu machen. Einfach, wenn ich denen eine Keule gebe... Dann können sie danach keine Orks mehr fressen. Aber Zentralrohan eingenommen. Und mehr Ressourcen. Die Reiche der Menschen werden fallen. Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich noch hier oben so ein bisschen weiter. Was ich mir mal überlegt habe, ist, dass ich vorhatte, so ein bisschen die eine Armee mehr auf Trolle und Orks zu trimmen und eine zweite Armee aufzubauen von Mordor, in der ich mich eher so ein bisschen auf die bösen Menschen konzentriere. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, das würde eigentlich da oben gegen Rohan eigentlich sogar Sinn machen. Ich meine, Runensoldaten sind sehr stark gegen Kavallerie. Was ist Rohan? Hauptsächlich Kavallerie. Wäre eine Überlegung wert. Aber na gut, da mache ich mir dann das nächste Mal Gedanken. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.